16. Mai 1992, 15.30 Uhr, das große Finale um die deutsche Meisterschaft. Drei Teams punktgleich an der Spitze und der VfB Stuttgart hat vom Papier her die schlechtesten Karten. Bayer Leverkusen muss siegen, wollen die Werksfußballer in den UEFA Cup. Erste Minute, Foul an Sammer, gelbe Karte für Bunzol. Die Stuttgarter Macher, Christoph Daum und Dieter Hoeneß, felsenfest davon überzeugt, den Meistertitel noch zu holen. Die taktische Variante, Fritz Walter, einzige Sturmspitze, dahinter Gaudino und Sammer, offensiv. Der Bundestrainer in Leverkusen, die Meisterschale in Rostock bei den Frankfurter Fans. Hansa Rostock gegen Eintracht Frankfurt. Die Ostseefußballer so gut wie abgestiegen, die Hessen klarer Favorit auf die Meisterschale. Und die Stuttgarter Hoffnung, Rostock bezwingt die Eintracht, das wär's. Die Anfangsphase, nicht Frankfurt, sondern Rostock mit der ersten Chance. Finale Teil 3 in Duisburg, der MSV gegen Borussia Dortmund. Die Westfalen mit dem schlechtesten Torverhältnis an der Spitze, ihre Pflicht ein Sieg, ihre Hoffnung ein Ausrutscher der Frankfurter in Rostock und der Stuttgarter in Leverkusen. Die 9. Minute. Chapuisat, Michael Zorc. Und Stefan Chapuisat mit dem 1:0, sein 20. Saisontreffer. Und plötzlich ist Dortmund deutscher Meister um 15.39 Uhr. Jetzt der VfB gefordert in Leverkusen. Angriff aber für die Bayer-Elf, Lupescu. Und Slobodan Dubajic fällt mit der Hand auf den Ball. Schiedsrichter Delving entscheidet sofort auf Elfmeter. Martin Kreh gegen Eike Immel. 1:0 für Leverkusen. Das Ende der Meisterschaftsträume des VfB. Leverkusen mit enormem Druck jetzt. Andreas Thom. Eike Immel geschlagen und Günther Schäfer rettet auf der Linie. Klasse Einsatz des Abwehrspielers. Schäfer als Vorbild reißt die Mannschaft mit und der VfB jetzt im Angriff mit Buck. Rostock-Frankfurt immer noch 0:0 und Dortmund noch der deutsche Meister, Gaudino. Christoph Daum fordert jetzt mehr Druck nach vorne. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Sammer auf Kögel und ein Foul von Christian Wörns. Dazu sein Kommentar. Ich habe ganz klar einen Ball getroffen und wenn es ein Foul gewesen sein sollte, dann war es auch noch vorm Strafraum. Die Zeitlupe beweist eine glückliche Entscheidung für den VfB. Dennoch Elfmeter. Das Duell Fritz Walter gegen Rüdiger Vollborn. Der Ausgleich, Walters 22. Saisontreffer und wieder alles offen für die Schwaben. 7.000 mitgereiste Stuttgarter Fans, wieder optimistisch und der VfB-Manager, der Oberoptimist. Wir wissen, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen und wir werden dieses Spiel gewinnen.